Und herzlich willkommen zurück zu Minecraft wieder nach endlich nach 2 Monaten wieder. Beginnen die Aufnahmen wieder von uns. Das letzte Mal war am 13.06. haben wir aufgenommen. Und heute haben wir den auch den 13.08. Also wie gesagt, 2 Monate ist her, dass ich wieder beziehungsweise wir wieder Minecraft angefasst haben. Ich bin wieder heute alleine. Um eigentlich reinzukommen in die Materie, habe mich ein bisschen wieder umgeguckt, geschaut, was alles so ist, und es ist extrem viel los hier. Es läuft noch alles. Ich bin ziemlich froh darüber, dass das noch läuft. Wir haben sehr viel Material und wir haben ein Riesenproblem an dieser Ecke. Also ihr merkt das schon, wenn ich jetzt vorbeigehe, dass das Bild bzw. allgemein das Spiel ein bisschen ruckelt. Das liegt daran, wenn wir einmal mal hintergehen, merkt das schon, dass das Spiel ein bisschen hängt. Na komm. Okay, er will halt die Tür hier nicht aufmachen. Gehen wir kurz hier rum. Ja, gut. Wenn das natürlich so nicht will, dann gehen wir halt einfach rein. Oh, die Blöcke kommen nicht. Oh, ich glaube, es ist der Server hat angemeldet. Naja, ich habe irgendwelche Internetprobleme. Keine Ahnung, warum. Werde ich aber gleich auch sehen, warum. Jetzt kommt. Jetzt kommt wieder alles auch rein. Jetzt müsste gleich auch das Internet wieder kommen. Keine Ahnung, was gerade ist. Das gerade an Minecraft liegt oder irgendwas noch hier am installieren ist. Ja, wenn wir mal gleich mal den Magnet, den habe ich wieder angemacht, ja. Genau. Und ihr merkt es jetzt so, jetzt kommt das mit dem Ruckeln hier. Ah, ich weiß nicht, was mit dem Internet los ist. Wir werden aber nochmal so Minecraft neu starten hier. Oder mal Minecraft starten müssen. Ihr seht, es ist extrem viel Material drin, wenn man so sehen, ja, 50 Millionen Cobblestone, es wird immer mehr, weil die Curry ist einmal durchgelaufen und jetzt habe ich sie nochmal reaktiviert zu sagen. Und wenn ich wieder hier reingucke, Ore fängt wieder an voll zu werden, beziehungsweise es verarbeitet sich auf jeden Fall noch gut. Aber wenn wir sehen, wieder 1000 Eisen, 160.000 Copper und hier ist es noch viel unterwegs. Können wir auch gleich mal schauen, wie viel Coal wir haben. 1,9 Millionen Coal. Ascheblöcke. Ich weiß gar nicht, ob wir da was mitmachen können. Muss ich mal gucken. Mir geht es weit darüber hinaus, dass ich so alles automatisieren werde, um später mit Industrialkraft so Yumeta Sachen zu produzieren, einen Reaktor aufzubauen, mich um die Bienen zu konzentrieren. Damit Witch, wie mal gucken, ob ich da was mitmache. Mit Farmcraft. Dass ich jetzt alle Mods nacheinander reinbringen werde, weil ich öfters viel doch noch Minecraft zu Ende machen werde. Ich habe mal ein bisschen ausprobiert und habe mich mal mit dem Interfaces und so allgemein mit den ganzen Maschinen von Ender.io befasst und sie versucht zusammenzukräften und wollte dann halt dieses Pulsatic Iron craften lassen, automatisch. Und es funktioniert auch. Das heißt, alles, was beziehungsweise wenn ich mir das bestelle jetzt, kann ich mir das holen. Und er macht es mir hier fertig. Beziehungsweise ich werde die Maschinen noch weiter wegbringen. Das ist ja, die bleiben nicht hier. Das habe ich jetzt außer offen gelassen, weil ich hier ein ME-Kabel habe. Das gleiche ist da auch nochmal drin. Da können wir auch nochmal reingehen. Ich glaube, hier ist ganz gut. Wenn wir hier mal reinschauen, hier ist eine Maschine drin. Beziehungsweise hier ist eine Anlage drin, der sagt, ich habe so und so viel Sand. Das habe ich eingestellt auf 100.000. Wenn er 100.000 noch im System hat, schaltet er automatisch ab. Der brennt mir nämlich hier fleißig Silikon, weil ich das sowieso massenweise noch brauchen werde. Und Sand bekommen wir schnell. Von daher kann ich auch noch sagen, komm, ich brauche keine Ahnung, 200.000, lass mir 200.000 im System und den Rest verarbeite. Das können wir eigentlich gerade mal machen. Mal schnell mit 200.000 ein. Okay, ja.
vorher noch ein bisschen aufgenommen. 200, 200.000. Okay, da muss ich erstmal husten. Vielleicht mal was trinken nebenbei. Fängt ja super gut am Anfang an hier. Und das geht jetzt halt die ganze Zeit los, dass wir jetzt alles automatisieren werden, damit halt die Prozesse für uns vereinfacht werden, wir schneller vorankommen und dann halt die anderen Mods auch noch durchgehen könnte. Das Haus hat sich nicht viel verändert. Klar, ein bisschen habe ich noch die Wände gezogen. Damals, weiß gar nicht, die müssten sogar noch in der Aufnahme. Na, die sind sogar noch in der Aufnahme, die Wände. Ja, die sind noch da, hier, der läuft immer noch fleißig, der ist noch nicht mal voll ansatzweise, also der hat jetzt gerade mal ein bisschen mehr über die Hälfte geschafft. Also viel ist das noch nicht, der lässt sich durch den Generator halt speisen, beziehungsweise durch die Turbine. Hier lasse ich immer noch Scrap produzieren, den ich halt gerne später dafür verwenden möchte, für UU-Meta. Ja, was ist noch so, die Sache, ja, hier vorne noch ein bisschen mit Leveln experimentiert. Das werde ich noch umcraften. Die Maschine kommt noch weg. Ein System zum Automatisieren der Scrapboxen kommt noch. Und halt die ganzen Bienen da vorne werden noch ein bisschen vergrößert, dass sie halt ein bisschen sich ausbreitet. Also ich möchte schon die ganze Fläche vorne nutzen mit den ganzen Bienen. So ein Bienenhaus noch bauen, wo wir halt Honig verarbeiten. Allgemein den Platz noch nutzen, der hier übrig. Hier ist ja noch viel Platz. Maus. Hier muss noch viel gemacht werden. Hier habe ich vorhin noch ein bisschen rumexperimentiert. Also hier habe ich einen Schacht noch gegraben, beziehungsweise den Schacht noch erweitert und verlängert hier rüber. Das wird dann für die Scrapboxen sein, die automatisch hier reinkommen über ME-Kabel, beziehungsweise über die Enderpipes, weil ich doch hier ein Kabel hinlegen werde. Ja. Hier vorne die Towers noch, die kennt man ja noch mit der Bioproduktion, das läuft wieder. Die war einmal fertig, musste aber leider die Tanks ein bisschen erweitern. Jetzt schaue ich mal hier. Oh, jetzt kommt er wieder mit dem Bärensaft nicht hinterher, oder ich habe keine Bären mehr. Anscheinend. Fliegen wir mal kurz hin. Und dann will ich da hinten noch so eine Ölproduktion, Raffinerie bauen, so eine ganz, ganz kleine, dass sie halt ganz minimal mit Bären läuft, die wir dann zur Verfügung haben. Ah, scheint keine Bären mehr zu haben. Oh, das war die Decke. Ne, also er muss abernten. Ja, er muss abernten. Also, Bären hat er noch. Er muss ihn loswerden. Wenn wir hier reinschauen. Ah, es läuft. Ja gut, das kannten wir noch. Die Enderfarm, sind die Enderpearl-Produktion, Holzfarm kennen wir noch. Das ist noch beim Alten geblieben, hier hat sich sonst nichts verändert. Und dann werde ich jetzt so nach und nach wirklich alles dann automatisch produzieren lassen. Das können wir auch anfangen, weil ich hier nach vorne was vorbereitet hatte. Beziehungsweise eine Maschine vorbereiten möchte. Das ist der Wokwasher. Dafür muss ich noch Interfaces und hinstellen. Und ich hatte den überlegt, es hier vorne hinzusetzen. Oder im Keller. Und dann dachte ich mir, warum setzen wir die nicht in den großen Raum sicher? Es wird längen. Wenn wir den da hinsetzen, aber dann habe ich, glaube ich, gedacht, komm, warum nicht hier ran? Hier haben wir noch genug Platz. Die Ecke wird hier frei werden. Wir haben extrem viel sowieso, was noch frei wird. Und dachte ich mir, komm, setzen wir den einfach, platzieren wir den einfach hier hin und das ist doch gut. Deswegen werde ich den jetzt auch in der Mitte platzieren. Ich glaube, der Multi. Ne, warte mal, ich werde den. Dann wäre er da drin. Dann wäre er längs mit der Wand. Also wir machen das. So. Ist er schon fertig? Schieblicke. Oh, der ist schon fertig. Ich frage, der braucht RF. Ja, er braucht RF-Strom. Den könnten wir jetzt von unten holen. Den RF-Strom. Oder von oben mit Kabel legen. Würde jetzt natürlich nicht so gut aussehen. Deswegen. Muss ich mal schauen, brauche ich. Geht das von oben rein? Ich glaube, das geht von oben rein, ne?
Ich setz mal einen Block dahin. Ich brauche eine Axt und eine Spitzhacke. Und ich werde jetzt, wie gesagt, nach und nach alles dann vorbereiten, die letzten Schliffe dann zur Automatisierung bringen, dass ich halt viele Mods dann für euch insgesamt vorstellen kann. Ah, da haben wir schon den Schacht, nice. Also die brauchen wir nicht. Können wir den nehmen? Dann würde ich sagen, machen wir mal komplett frei, dass ich eventuell auch im E-Kabel langlegen könnte. Und ich weiß jetzt nicht, ob wie gehe ich dann halt noch jetzt Centos, Lenny und so was jetzt hier noch wieder vorbeischauen werden. Ich werde jetzt Mist. Ah, jetzt kommen die ganzen Fackeln, die sagen auch Lungen. Okay, ist nicht viel passiert. Ja, ist gut. Passt schon. Warte mal, da durch. Zur Not liegen wir beide da lang, dann habe ich nicht so beides übereinander. Sieht jetzt auch nicht ganz geil aus. Können wir ja immer noch übergehen. Jetzt legen wir denn die Blöcke rein, die. Ja, am besten die Steinblöcke, die hatte ich ja immer. Nee, falscher Beutel, ich muss auch erstmal wieder klarkommen, wo was drin war. Nee, ist ja Backpack-Beutel drin.